Guten Tag. Servus. Herzlich willkommen zum Toughcast. Wir stellen uns mal kurz vor. Genau. Neben mir, das ist Theo. Hallo. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Mitbegründer, Hauptorganisator beim Tafran. Und eigentlich auch das Gesicht des Tafran. Man kennt ihn aus sämtlichen Videos. Ich darf vorstellen, Tim ist eigentlich auch schon seit dem allerersten Tafran dabei. 2011 als Teilnehmer im Rosa Tütü, ganz großartig. Er ist Ingenieur. Unser Schikanenverantwortlicher, aber auch grundsätzlich jemand, der an alles mitdenkt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt mit dabei ist. Und wir freuen uns eigentlich alle, weil er eine große Bereicherung ist. Vielen Dank für die Blumen. Was machen wir hier? Wir wollen euch Rückmeldungen geben, weil uns ganz wichtig ist, was ihr von diesem ganzen Quatsch haltet, weil wir machen das für euch. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir machen das oder wir können das eigentlich nur machen, weil ihr da draußen seid. Ihr macht da mit, ihr meldet euch an, ihr bezahlt da Geld für, habt Spaß dran und wir wollen das natürlich für euch so optimal und so gut wie möglich gestalten und auch von Jahr zu Jahr einfach zu verbessern. Deswegen, wir haben hier einen ganzen Haufen Manöverkritik von euch bekommen. 15 Seiten. Die wollen wir jetzt nicht Seite für Seite durchgehen, aber so auf einzelne Punkte einfach drauf eingehen, ein paar Worte dazu sagen, was wir besser machen können, was vielleicht schon ganz gut war, was wir verändern können, verändern wollen. Was wir nicht verändern können oder wollen. Genau. Erstmal Prost, würde ich sagen. Ja, Prost. Ihr seid spitze. Danke für den tollen Tag. Schlamm, Tümpel, Dungeon, Stacheldraht. Die ganze Organisation fand ich super. Gute Stimmung. Der Drill-Instruktor war geil. Das Schlammloch war super. Die Nudeln sau lecker. Tolle Stimmung rund um den Lauf. Tolle Hilfsbereitschaft haben wir auch so beobachtet. Eigentlich der Sinn der Veranstaltung. Ihr habt verstanden, um was es geht. Außer die ersten 10 habe ich hier gelesen. Das, irgendwo steht das. Habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das steht hier. Also nicht unsere Meinung. Wir geben nur eure Meinung wieder, die hier stehen. Sollen wir eigentlich die ganze Zeit in die Kamera gucken? Eigentlich scheißegal, keine Ahnung. Ja, also hier, Stimmung, Hindernisse, Moderator, Essen. Ich habe hier auch, das Anfeuerteam war super. Wer war eigentlich das Anfeuerteam? Ich habe keine Ahnung. Der rosa Schleim und der künstliche Stacheldraht waren richtig lustig. Genau, also es kam tatsächlich eine Kritik, dass es jemand schade fand, dass die schnellsten nicht entsprechend geehrt wurden. Wir versuchen tatsächlich da ganz von wegzukommen. Für nächstes Jahr ist es jetzt offiziell, es gibt definitiv keine Wertung mehr für die schnellsten Teams oder die schnellsten Läufer. Malzbier. Und dann sind wir wieder bei der Medaille. Die wurden gefordert, hier in eurer Manöverkritik. Ja, Doc-Tags. Ja, das war unser Medaillenansatz. Wir glauben, es ist ganz gut angekommen. Das kam auch von den Rückmeldungen so, weil es war tatsächlich im letzten Jahr so, dass ein Läufer angeregt hat, ey, wir müssen Medaillen hier rausgeben, weil da sind ganz viele Leute, die sammeln Medaillen, die finden das total geil. Wir fanden Medaillen erstmal ein bisschen spießig. Deswegen Doc-Tags. Dann kam die Sache mit den Doc-Tags. Und die finden wir eigentlich ganz cool. Das wollen wir auch beibehalten für nächstes Jahr, weil nicht jeder einen Pokal gewinnen kann. Richtig. Ja, das ist gut. Der Dungeon. Wir wissen, es war zu wenig Wasser drin. Das liegt nicht an uns. Das war das Wetter. Ihr fand es geil, 20 Grad, haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht, Wetter und so. Ja. Ja. Hat zur Folge, dass der Dungeon ausgetrocknet ist. wir hatten da Wasser drin, verdunstet, weg. Ja. Was willst du machen? Ne? Wird auf jeden Fall im nächsten Jahr geändert. Wir füllen kurzfristiger Wasser ein, dass ihr mehr Spaß im Dungeon habt. Ja. Vielleicht also als Hintergrund einfach mal, auf dem Gelände, das 100 Hektar groß ist, circa, gibt es genau einen ordentlichen Wasseranschluss, mit dem man überhaupt Wasser anzapfen kann. Wir müssen das Wasser in einem 1000 Liter Kanister mit einem großen Auto über Gelände fahren, dort wieder rauspumpen und dann wieder hinfahren, wieder rauspumpen. Und wir haben einiges an Wasser bewegt. Und im Zuge dessen ist uns der Dungeon durch die Lappen gegangen. Aber an alle da draußen, an alle Feuerwehrmänner in Bexbach und Umgebung, wir suchen eine enge Kooperation mit einer freiwilligen Feuerwehr, die Lust hat, im nächsten Jahr bei uns irgendwie mitzumachen. Freiwillige Feuerwehr, Jugendfeuerwehren gehen auch. Die haben auch Spaß daran. THW und alle, die alle mit sowas zu tun haben, die Logistik gut können und die vor allen Dingen Wasser gut von A nach B transportieren können. Es muss vor allen Dingen immer schnell gehen. Ja. Das ist... Das können die doch ganz gut. So, ja, klar, die Feuerwehr kann schnell Wasser von A nach B bringen. Das ist geil, das ist gut, dass die das kann. Ich habe hier oft gelesen, dass die Hangelstrecke, die fandet ihr generell, glaube ich, sehr gut.
Generell sehr gut, aber eckige Stangen zum Hangeln. Leute, Tafran. Rundeckig, nehmt ab. Dann wird's leichter. Macht Muskelaufbautraining. Aber so, wir haben es natürlich das Ganze doch ein bisschen ernster genommen, weil ungefähr jeder dritte Anregung für euch war, dass die Dinger halt eckig waren und nicht rund und deswegen so ein bisschen doof waren. Wir müssen zugestehen, dass das natürlich schwierig ist. Ob wir das ändern können, wissen wir tatsächlich nicht. Das ist ein geplantes Gerüst von der Firma Piri, die sich da echt Gedanken gemacht haben. Und ob die runde, wie heißen die Dinger? Riegel. Runde Riegel, da reinmachen können, wissen wir nicht. Wenn wir das im nächsten Jahr nochmal so machen, dann werden wir versuchen, runde Riegel zu bekommen. Und dann wird es vielleicht tatsächlich besser. Also ich habe das auch vorher aus, ich fand es auch nicht so optimal. aber wissen wir nicht, ob wir es hinkriegen. Also wir werden alles versuchen. Aber KitKat Junkie ist ja auch eckig. KitKat Junkie ist, was denn jetzt? Riegel. Ah, Riegel. Deswegen heißt Riegel. Riegel sind eckig. Habt ihr schon mal runde Riegel gesehen? Es gibt doch diese doofen, so... Ja, ich habe mir auch Sachen aufgeschrieben. Streckenmäßig sind wir so weit durch eigentlich. Waren eigentlich so die meisten Kritikpunkte. Dungeon, mehr Wasser und Hangelstrecke. Ja, also wir werden tatsächlich, also das ist ein Punkt, der kam so grundsätzlich, also wir wissen, dass wir einer von diesen ganzen Mud Races, Themenläufen, einer der günstigeren sind. Wir versuchen da bewusst weit drunter zu bleiben. Das heißt aber auch, wir können natürlich nicht so viel Materialschlacht machen. Wir werden immer ein bisschen mehr und ein bisschen größer und ein bisschen cooler versuchen zu werden. Das geht nur, indem wir langsam wachsen und langsame Dinge machen. Das heißt, wir werden jetzt nicht im nächsten Jahr wieder 3 Schikanen oben draufsetzen können. Wollen wir auch eigentlich gar nicht. Nee. Wir werden die vorhandenen Schikanen vergrößern, optimieren, verbessern. Wir wollen an dem Streckenlauf grundsätzlich nichts ändern. Verlauf. Streckenlauf. An dem Streckenverlauf wollen wir so erstmal nichts ändern grundsätzlich. Was wir ändern müssen ist, wir wollen verhindern, dass sich irgendwie lange Staus bilden. Also das Problem kennen wir seit dem ersten Jahr, jetzt seit dem zweiten Jahr eigentlich erst. Das versuchen wir ein bisschen zu entzerren. Zum einen mit einem ordentlich koordinierten Staffelstart, das wurde auch bemängelt, das werden wir tatsächlich im nächsten Jahr versuchen hinzukriegen. Wir wollen auch ein paar mehr Teilnehmer zulassen. Wo die Maximalgrenze ist, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, dass es eine Maximalgrenze geben wird, grundsätzlich für den Tafern. Also wir werden niemals ein Lauf sein, der mit 5000 Läufern startet. Das verträgt das Gelände nicht, das macht auch keinen mehr Spaß. Genau das wollen wir eben nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Jahr 800 oder vielleicht sogar 1000 Leute zulassen. Das funktioniert aber nur mit noch besserer Organisation und einem besser organisierten, gestaffelten Start. Und vielleicht und mit optimierten Hindernissen. Ja. Wir hatten dieses Jahr ein paar Stellen, wo es Stau gab, wissen wir. Müssen wir nächstes Jahr einfach optimieren. Bringt mich zu dem Punkt mit den Duschen. Wir haben wenig Duschen, wir können da auch nicht viel machen. Deswegen wird es nächstes Jahr keine Duschen mehr geben. Fertig. Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, das ist nicht so, dass wir das nicht wollen. Es gibt auf dem Gelände nur ein paar Duschen. Wenn wir 500 oder sogar 1000 Teilnehmer haben, wird das immer ein Problem bleiben. Nicht die Anzahl der Duschen ist da entscheidend, sondern der Wasserdruck, ja, der uns einfach irgendwann ausgeht. Wir bieten eine Abspritzstation an, die das Gröbste entfernt. Wir werden keine extra Container mit Duschen aufstellen. Nee, das wir werden aber uns was Neues, Spannendes ausdenken, was die Abspritzstation und Duschen völlig hinfällig macht. Wenn ihr Kommentare, Anregungen für uns habt, hier unten ist eine Kommentarbox. Ansonsten Daumen hoch, wer hat euch gefallen. Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Abonniert den YouTube-Channel. Und schaut das nächste Mal nochmal rein. Ciao.